So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir stehen hier, wieder mal hier bei meiner Lieblingsarena, die ich immer noch nicht gefunden habe. Keine Ahnung, großes Wandbild am irgendwas. Wir können mal kurz drauf drücken, denn der Raid-Boss-Wechsel hat wieder stattgefunden. Ihr seht, Genesect ist in den Raids angekommen mit dem Aqua-Modul. Großes Wandbild am Goldbach, ja. Auf dem Wandbild sind die umliegenden Burgen und Regionen zu erkennen. Wunderbar. Das ist eine gelbe Arena, das freut mich natürlich besonders. Und wir wollen jetzt wieder den Community Raid machen. Dafür lade ich natürlich wieder 10 Leute ein. 11 Uhr ging der direkt auf. 11 Uhr und 31 Sekunden. Ihr wisst, ab 11 Uhr können die Genesect schlüpfen. Ab 10 Uhr ist der Eierwechsel gewesen. Spezialforschung zu Zarude ist auch am Start, denn gleichzeitig ist auch dieses Geheimnisse des Dschungel-Events gestartet. Da könnt ihr mal reingucken. Guckt mal in euren Spezialforschungstab. Suche nach Zarude. 1 von 5. Skandalparat gesagt, dass man das in 20 Minuten durchdrückt. Weiß ich nicht, wie gut er da ist oder wie oft er da spielt oder was er da macht oder wie lange ihr braucht. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Dieses komische Pikachu hier sitzt auch überall rum. Kann natürlich wieder shiny sein, ist aber nichts Neues. Das gab's schon mal. Und jetzt möchte ich euch kurz zeigen, wen wir heute einladen zum Genesect Community Raid. Dafür gehen wir wieder auf den Kanal in den Bereich Community, ja, das könnt ihr auch sehen, den Community Tab. Da habe ich wieder den Raid gepostet, 11.20 Uhr Genesect, weil ich habe auch noch Zeit gebraucht, um hier hochzukommen. Sortieren wir wieder nach Neueste zuerst und dann seht ihr von unten nach oben, Curvy Diva hat geedit. Oliver ist dabei, Henry, Niki, Pascal und Jenaya. Das sind die 5, die ich auf dem ersten Account geaddet habe oder markiert, wenn die schon befreundet waren. Dann habe ich den zweiten Account genommen und habe hier Creepy, Chefe24, Alin Pyro, Skyfall und Diana. Das sind 2x5, damit sind die 10 schon voll. Carsten, Annelie, Schilling, Go, die haben es leider nicht geschafft. Hier hat jemand noch eine Antwort geschrieben. Ich habe 6 oder 7 Mal einen Kommentar geschrieben, aber er kam nie an. Komischerweise, der ist angekommen. Grüße gehen raus an den Dark Knilch. Weiß ich nicht, woran das lag. Ich muss die auf jeden Fall mitnehmen, die ich jetzt hier habe. Gleichzeitig habt ihr im Community-Tab auch eine Tabelle, dass ihr seht, was die besten Angreifer sind. Es ist ja vom Typ Käfer, nehmt also am besten Feuer-Pokémon. Ihr könnt da Mega-Entwicklungen nehmen wie Mega-Glurak. Ihr könnt Krypto-Pokémon nehmen wie Krypto-Lavados, Krypto-Entei, irgendwas. Ihr könnt aber natürlich auch legendäre Feuerangreifer nehmen wie Reshiram, wenn ihr den habt. Oder eben hier Skelabra, Flampivian ist am Start. Ich guck mal, was es vorschlägt. Müsste relativ leicht zu besiegen sein. Ich glaube, den kann man sogar als Solo-Raid machen, wenn mich nicht alles täuscht. Kann man ja mal probieren irgendwann. Gibt es leider nicht als Shiny, das ist auch wichtig. Und ihr seht, 19, 16 ist der 100er Wert. Merkt euch das. 19, 16 oder 23, 95. Ihr könnt ja immer mal hier, ihr könnt euch ja einen Screenshot davon auch machen oder ihr könnt euch die Datei abspeichern, wie auch immer, dass ihr das immer habt. Ansonsten würde ich sagen, warte mal jetzt, bis es 11.20 Uhr ist, dass ich die Leute einladen kann. Und ich hoffe, Curvy Diva hat noch angenommen auf dem anderen Account. Dann ist sie nämlich auf beiden. Und dann schauen wir mal, wer es alles reinschafft. Haha, wer ein Shiny bekommt, Spaß, gibt's nicht. Aber ob vielleicht jemand das 100er bekommt. So, es ist 11.20 Uhr. Wir werden jetzt versuchen, hier in den Raid reinzugehen. Beste Kameraperspektive ever. Da es ziemlich ruhig ist und der ziemlich abgelegen ist, verzichte ich jetzt mal darauf, eine private Lobby zu machen. Ich hoffe, das fällt mir da nicht in den Rücken. So, es hängt. Beste, jetzt kommt's, okay. Den schmeißen wir gleich rein. Wir müssen aber natürlich wieder mit den iPhones anfangen, denn die iPhones laden ein. Pupsi ist übrigens auch am Start, aber die sieht man nicht. Sitzt im Auto und hört Musik. Hey, wieso ist denn jetzt das Radio wieder an? Den habe ich extra ausgemacht wegen der GEMA. Aber okay, gönn dir. So, Shenaya, Henry, Oliver, Diana, Alin, Schäfe, Creepy, Skyfall. Jetzt steht hier irgendwie auch Diana dabei. Hä? Diana zweimal dastehen? Ist das ein Anzeigefehler? Da blicke ich gar nicht durch. Hieß, da ist ja schon wieder jemand Fremdes drin, oder nicht?
Nee, das ist bestimmt jemand Eingeladenes. Ach, ich habe keine Ahnung. Hier kann ich auf jeden Fall nicht mehr einladen. Hier kann ich auch nicht einladen. Irgendwie stand die Diana jetzt bei dem einen Handy zweimal in der Liste. Keine Ahnung warum. Sind auf jeden Fall alle eingeladen. Wir werden hier mal kurz noch nach einem Team suchen. Wenn wir vorher eingeben, nach WP sortiert, nehmen das 100er Regi-Rahmen, nehmen mal das Heatran mit rein, einfach nur weil es ein 100er ist, nehmen zwei Flampivian mit rein. Da passt auch schon wieder was, nicht? So, Skelabra, Glurak, beziehungsweise hier Lavados können wir noch nehmen und Skelabra als letztes. Machen wir das Team so, wie es ist. Normalerweise müssten wir 16 Leute sein, wenn alle drin sind. Mild, soft, pikant, Kids, typisch Andy, Pascal, Henry, Niki, Shenaya, Schäfe, Kurvi, Lianji, Diana, Creepy, also irgendeiner fehlt, auf jeden Fall. Vielleicht der keine Einladung erhalten hat, weil Diana 2 hatte oder irgendwas anderes war, ich weiß es nicht, irgendwas war schon wieder verkackt. Schreibt's mal rein, wo der Fehler lag. Oder schreibt mal rein, wer keine Einladung bekommen hat. Oder wer der Fremde ist oder ob es überhaupt einen Fremden gab. Wir hauen jetzt einfach drauf. Müsste ja kein großes Ding sein. Wie gesagt, bei 2 Leuten ist das sogar schon gelb angezeigt gewesen. Normalerweise bei 2 ist das ein rotes Männchen, was euch zeigt, dass ihr das zu zweit einfach gar nicht probieren braucht. Hier seht ihr, wie schnell das abnimmt. Ein Charge-Move und es ist fast die ganze Energie mit einmal weg. 1917 war, glaube ich, der 100er Wert. Ich gucke einfach, was das Höchste hat, das fange ich dann. Ich sehe ja dann auch, wer interagiert hat und wer nicht interagiert hat. Dann weiß ich auch ganz genau, wer gefehlt hat. Was sicherlich wieder mal meine Schuld war. Gucken wir gleich mal durch. Du kannst ja mal sagen, wie viel du dann hast, wenn du durch bist. So, hier drücken wir durch, da drücken wir durch. Dann schauen wir mal nach dem Höchsten. Ist ein mystisches Pokémon, das heißt, man kann es natürlich auch nicht tauschen. Das heißt, ich brauche die auch nicht unbedingt fangen. 1875, 1871, 1880, 1859 ist hier das Höchste. Jetzt will ich mal ganz kurz drauf schauen, wenn ich die eingebe. MMM. Diana, Chefe, Creepy, Skyfall hat nicht interagiert und Arlin Pyro hat auch nicht interagiert. Bei Arlin weiß ich ganz genau aber, dass ich was weggeschickt habe. Entweder kam es nicht an und Skyfall weiß ich nicht. Da war der Account mit den zwei Dianas, wo jetzt nur eine steht. Kurvi Pascal hat interagiert, Oliver hat auch nicht interagiert. Das heißt im Endeffekt, Oliver hat gefehlt, Arlin hat gefehlt, Skyfall hat gefehlt, obwohl wir trotzdem 15 Leute waren. Gut, es sind einer mehr durch dich. Also sind wir eigentlich 14, es hätten nur 2 fehlen müssen, aber 3 haben nicht interagiert. Versteht einer das? Nein, ich nicht. Gut. Außer es war ein Fremder mit drin. Ja, es war doch ein Fremder mit drin. Ach, ich blicke gar nichts mehr. Scheiß auf die Fanrates, scheiß auf die komischen Einladungen. 1876 ist auch nicht das Beste. Wir nehmen euch jetzt aber mal kurz mit hoch. Das heißt, beim nächsten Mal doch wieder private Lobby, egal ob da jemand ist oder ob da keiner ist. Alles andere hat einfach keinen Sinn. Hier können wir sicherlich wieder den Fangtrick anwenden, dass er den Kreis einstellt. Dann kurz wartet, bis er angreift. Man sieht mich jetzt nicht mehr, oder? Alles schwarz. Er ist auf jeden Fall sehr hyperaktiv, er hüpft viel rum. Er hat aber einen schönen großen Kreis. So ein großer Kreis und trotzdem einfach fabelhaft, das passt. Und er geht nicht nach links, er geht nicht nach rechts, er ist auch drin beim allerersten Wurf. Das sieht gut aus. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt viele von euch schreiben, ach Ramses, ich hab's verpasst, ne? Alles gut. Und nicht, ey, ich habe keine Einladung bekommen. 4 Bonbons gab es auch dazu. Tech Blaster, ja, als Wassermove. 12, 12, 14 Auengrund Thüringen sind so weit im Wald, dass schon der nächste Bezirk ist. Pupsi, du hast auch nichts Gutes. So, wenn ihr das verstanden habt, schreibt es mal in die Kommentare.
Ansonsten war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Wird wohl eine ruhige Woche. Wir werden trotzdem vielleicht am Sonntag mal Raids für Zuschauer machen, um zu gucken, ob da jemand mitmacht, ob das jemand braucht. Die Leute sind froh, dass das Seen-Trio weg ist, aber die Leute sind nicht froh, dass Genesec da ist. Brauchst du eigentlich nicht, kannst du nicht wirklich was mitmachen, ist kein Shiny, kannst du nicht mehr tauschen, kannst du kein Glücks-Pokémon machen, kannst du gar nichts. Wenn ihr euch auf Genesec freut, schreibt mal rein, ja, und warum ihr euch freut. Eure Begründung interessiert mich mal. Das war es jetzt von meiner Seite aus erstmal. Tut mir leid, dass es schon wieder Komplikationen gab, dass schon wieder irgendwas nicht geklappt hat. Es ist jedes Mal das Gleiche. Irgendwie bringen die iPhones das jedes Mal sowieso durcheinander. Ich habe vorher mal gemacht, dass ich mir die Namen einfach in diese in den Zwischenspeicher kopiert habe. Und bei dem anderen auch. Und als ich dann einladen wollte, war der Zwischenspeicher vom ersten einfach automatisch der Zwischenspeicher vom zweiten. Und so sind alle, die ich aufgeschrieben hatte, hinfällig gewesen. Und so konnte ich das auch nicht mehr machen, dass ich im Zwischenspeicher die Namen einfüge und dann einfach nur reindrück, einlad, fertig. Es gibt jedes Mal Probleme, dass sich irgendwas überschneidet oder irgendwas falsch läuft. Das war es jetzt trotzdem von meiner Seite aus. Heute kein Stream, morgen kein Stream. Morgen Geburtstag und am Sonntag dann Raids für Zuschauer mit Genesec. Mal gucken, was das ist. Raidstunde gibt es auch noch am Mittwoch. Da ladet ihr ein, obwohl ich es gar nicht brauche. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.